Ist heute nicht eine Beerdigung geplant? Boah, ich würde nicht sagen, eine Beerdigung. Nein. Mit diesen Worten eröffnete Shuyoka ihren Kuchen-TV-Zerstörungsstream. Und ich kann ihr direkt am Anfang einmal zustimmen. Ich würde es auch nicht als Beerdigung bezeichnen. Oder vielleicht eine Selbstbeerdigung, falls es sowas gibt. Auf jeden Fall wollte Shuyoka in diesem Stream belegen, dass KuchenTV ein total problematischer und schlimmer Mensch ist. Hierzu nutzte sie auch die Webseite kuchenfalz.org, auf der Aussagen von KuchenTV zusammengetragen, aus dem Kontext gerissen und geframed werden, um zu belegen, wie schlimm er doch ist. Warum die Webseite gar nicht so legal sein dürfte und wer oder was dahinter steckt, dazu kommen wir noch. Aber erstmal erklärt uns Shuyoka am Anfang des Streams, warum ihre Beleidigung gegenüber KuchenTV eigentlich gar nicht schlimm war. Ich habe ihn einmal mit dem B-Wort bezeichnet, das böse B-Wort, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass eigentlich wurde korrigiert, ein Battle-Rapper deswegen dann eine Unterlassungserklärung schickt. Das war unerwartet, vor allem weil besagter Battle-Rapper das Wort selber konstant bei anderen Leuten benutzt. Genau genommen hat sie auch nicht nur Bastard, sondern ekelhafter kleiner Bastard gesagt, aber es reicht ja auch schon das Framing von ein Battle-Rapper. KuchenTV ist hauptsächlich YouTuber. Das sieht man schon alleine, wenn man mal darauf schaut, wie häufig er rappt und wie häufig er Videos macht. Also das jetzt irgendwie so runterspielen zu wollen, weil Beleidigungen in der Rap-Szene ja wesentlich normaler sind und innerhalb von Tracks ja auch die Kunstfreiheit gilt, ist doch irgendwie unangenehm. Ich meine, entschuldige dich dafür oder stehe hinter der Beleidigung. Aber so, ich weiß nicht, was das soll. Aber das war ja gar nicht die schlimmste Aussage in diesem Stream. Das ist mein persönliches Highlight von dem Recherche-Genie KuchenTV. Aber auch das ist natürlich nichts Neues. Auch das ist nichts Neues. Weil er hat ja in seinem Video mit Alicia Joe, in seinem Livestream, hat er ja auch erzählt, dass er keine Recherche betreibt. Und er hat ja auch erzählt, dass er keine Recherche betreiben muss, weil seine Zuschauerschaft merkt es eh nicht, ob er recherchiert oder nicht. Stimmt das wirklich, was Shuyoka uns hier erzählt? Schauen wir uns mal ganz kurz den Clip an. Ich denke mir dann lieber, ja lieber, keine Ahnung, alle zwei Wochen nur ein Video, aber das hat dann doppelt so viel Impact. Hat ich denke mir das Gegenteil. Weniger recherchieren, mehr Geld. Die Dullis merken das eh nicht. Ja. Weil sie denken jetzt auch wieder, ha, lustig, wie Kuchen das sagt. Lustig, aber ist so. Du? Ihr checkt gar nichts. Viel offensichtlicher kann man einen Joke nicht mehr verpacken. Und absolut niemand hatte gedacht, dass das ein ernst gemeintes Statement war. Ich glaube sogar inklusive Shuyoka. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich vor ihrem Bildschirm saß und so gesagt hat, ja, da hat KuchenTV jetzt seine ganze geheime Strategie zugegeben, aber seine Zuschauer, die werden das nicht verstehen. Zumal es ja auch auffallen würde, wenn KuchenTV die ganze Zeit nicht recherchieren würde. Man könnte ihn ja dann super leicht widerlegen und Shuyoka, hier vielleicht mal der Auftrag an dich, mach das doch einfach mal. Ich denke, man erkennt schon, in welche Richtung das hier geht. Die Aussagen von KuchenTV werden in eine bestimmte Richtung interpretiert, damit sie besser ins eigene Weltbild passen. Und das ist auch ganz gut bei diesem Clip hier zu erkennen. Ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich damit gemeint ist, wenn KuchenTV darüber redet, dass er unpolitisch ist. Digga, Politik ist einfach ein Thema, was uns nicht interessiert. Soweit erstmal die Aussage von KuchenTV. Mal sehen, wie Shuyoka das jetzt widerlegt. Auf diese ganzen Sachen wie Gendern, dieses übertriebene Wokeness und so weiter. Noch was Zweites gefunden. Ja, wenn es halt keine andere Partei gibt, gibt es dann leider, auch wenn es idiotisch ist, Leute, die zur AfD gehen, weil man das Gefühl hat, gut, das sind dann halt die Einzigen, die halt nicht dieses Überlinke sind. Großartig. Aber ich glaube, wenn man so viel Zeit verbringt, um darüber zu diskutieren, warum Leute wie wo AfD wählen, dann würde ich es in Frage stellen, dann würde ich es wirklich in Frage stellen, ob jemand wirklich unpolitisch ist. Ja, KuchenTV äußert sich manchmal auch politisch. Aber das ist ja immer noch nicht sein Hauptcontent. Zudem würde ich auch behaupten, dass die Aussage hier falsch interpretiert wurde. KuchenTV meint mit unpolitisch nicht, dass er überhaupt keine politischen Ansichten hat, sondern vielmehr, dass er kein politischer Aktivist für irgendeine Seite ist. Also soweit ich weiß, kritisiert KuchenTV einfach Sachen, die er für unlogisch hält, egal von welcher Seite die kommen. Und Shuyoka widerspricht sich hier auch einfach komplett. Und das Wildeste ist ja, und da bin ich ja immer noch davon überzeugt, dass er gar nicht rafft, warum das funktioniert, was er macht. Also ich glaube immer noch, und auch mit allem, womit ich mich auseinandergesetzt habe bis jetzt, glaube ich nicht, dass ein KuchenTV realisiert hat, dass er rechten Kulturkampf betreibt.
Und dass der Grund, warum der Content so krass funktioniert, nicht der ist, dass er so krasse Aufarbeitung macht und so krasse Facts spittet. Also KuchenTV macht das jetzt doch nur, weil er glaubt, argumentativ im Recht zu sein. Ich dachte immer, der macht das, weil der misogyn ist. Es ist völlig egal, was du als Betroffene machst. KuchenTV möchte dich hassen und KuchenTV möchte dir schaden und dich zerstören. Oder er macht das nur, weil er Geld machen möchte. Ich wehgetan. Es geht nur ums Geld. Es geht nur um Zahlen und Geld. Shuyoka, du musst dich schon mal für ein Framing entscheiden. Vor allem, wenn du das Wort nur, also ausschließlich benutzt. Die Aussagen wurden aber auch nicht viel intelligenter. Ich komme gar nicht hinterher. Ich glaube, ich komme gar nicht hinterher. Das wird schwierig werden heute. Ich komme gar nicht hinterher, kam in letzter Zeit ganz oft, weil er sich darüber beschwert hat, dass ich so oft über ihn spreche. Was ein bisschen ironisch ist, wenn man bedenkt, dass der Typ über 300 YouTube-Videos zu mir gemacht hat. Und ich weiß wirklich nicht, ob Shuyoka das bis heute nicht verstanden hat oder sie sich hier als Opfer darstellen möchte. Denn aktuell redet sie wirklich so viel in ihren Streams über KuchenTV, während sie genau weiß, dass er daraus Content machen wird. Zudem laufen ihre Streams gerade ja auch nicht mal schlecht. Sie hat immer mehrere tausend Zuschauer, sie bekommt reichlich Support von ihrer Community in Form von Subs und Spenden und trotzdem ist sie ja das arme Opfer, das aus dem Nichts von KuchenTV angegriffen wird. Ja, nee, ist klar. Und der nächste Punkt ist wirklich lustig. Hört euch das mal an. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, dass er sich jemanden in den Stream geholt hat, der ein Nirvana-T-Shirt trägt und dass sie jetzt nicht auf dem Schirm haben, dass Nirvana eigentlich für sehr linke und queere Werte steht. Ist halt blöd, ne, wenn man keine guten Musiker hat auf der Seite, die Leute beleidigt. Was ist hier die Kritik? Der hatte ein T-Shirt einer linken Band an. Wo ist das Problem? Wäre es besser gewesen, wenn er ein T-Shirt einer rechten Band angehabt hätte oder hätte Shuyoka dann auch wiederum geheult? Welches T-Shirt darf er überhaupt noch tragen? Naja, ich glaube, ich bin heute noch relativ safe. Kommen wir jetzt aber endlich mal zu den Kuchenfalls. KuchenTV hat so viel in seiner Karriere als Influencer gemacht, dass das hier die Content Note ist für das, was er in seinem Leben als Influencer gemacht hat. Ich muss an dieser Stelle einmal sagen, ich habe diese Seite nicht gebaut. Ich war das nicht. Aber es ist sehr schön auf jeden Fall zu sehen, dass es Menschen gibt, die auch einfach kein Interesse haben an der Kackscheiße, die er da veranstaltet. Und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, alles klar, ich werde die Seite auch gerne vorstellen. Und genau das werden wir heute machen. Sehr cool, denn aktuell wird vermutet, dass die Webseite, welche Shuyoka hier promoten möchte, von einer italienischen Antifa-Gruppierung gehostet wird, welche auch schon Terroranschläge gemacht haben soll. Zumindest gibt es einige Indizien dafür, ich packe euch mal was dazu in die Videobeschreibung. Zudem wird man auf der Webseite auch nicht gefragt, ob man der Speicherung von Cookies zustimmt und die Webseite hat kein Impressum. Dementsprechend bin ich gespannt, wie lange sie noch online ist, da das eigentlich den EU-Datenschutzbestimmungen widersprechen müsste. Aber beschäftigen wir uns doch auch inhaltlich mal mit den Kuchenfalls und danke an der Stelle an Shuyoka, dass sie die Webseite für uns geöffnet hat, da die ja eben laut einigen Angaben nicht so besonders sicher sein soll. Sie beschäftigt sich hier erstmal mit dem Artikel zu den alten Paulana-Videos von KuchenTV. Einen Zusammenschnitt der Hassinhalte aus KuchenTVs Cybermobbing-Video. An dieser Stelle große, große Triggerwarnung. Und natürlich wird hier erstmal geframed, indem von Cybermobbing-Videos gesprochen wird. Aber auch die erste Lüge von Shuyoka ist nicht weit. Die Unkenntlichmachung von diesem 12-jährigen Mädchen und den ganzen Sachen, die ihr gerade seht, ist übrigens durch Kuchenfalls passiert, nicht durch KuchenTV. Schauen wir doch mal das Originalvideo von KuchenTV. So bekommt sie für 10.000 Abonnenten einfach mal eine 500-Euro-Kamera geschenkt. Ich meine, what the fuck? Also das Einzige, was hier im Nachhinein gemacht wurde, ist, den Namen Paulana durch das Pseudonym Lea zu ersetzen. Aber die Zensur an sich, also von der Person, hat KuchenTV bereits in seinem Video von vor 10 Jahren gemacht. Aber es wird ja noch schlimmer, denn Shuyoka spricht im Folgenden über die Erziehung von KuchenTVs Sohn. Vor allem ging das Video einen Großteil um ihre Eltern, weil man das Gefühl hatte, dass die sich überhaupt nicht drum kümmern, was sie da überhaupt für Videos hochlädt. Das sagt der gleiche Typ, der jetzt gerade seinen Sohn in seinen YouTube-Videos nutzt, um ihm beizubringen, wie man Witze über übergewichtige Menschen macht. Ich sag's nur so, ne? Ist wohl dieser Clip hier. Noah, magst du fette Leute? Und falls ihr jetzt denkt, dass alleine diese Aussage schon ziemlich anmaßend ist und man diese zwei Themen auch super schlecht miteinander vergleichen oder vermengen kann, dann seid ihr noch nicht ready für die nächste Aussage. Denn das war ja nicht das einzige Mal, dass Shuyoka auf die Erziehung von KuchenTVs Sohn eingegangen ist.
und jegliche Kooperationen, Partnerschaften, alles, was in die Richtung in Zukunft abgeht, einfach wegwerfe für, ich habe jetzt ein Bier getrunken und ich habe Shoyoka gezeigt, dann hast du wirklich keine Ahnung von Vaterschaft. Dann bist du ein Erzeuger und kein Vater. Was soll ich dir sagen? Also, weiter geht's. Und hier muss man eigentlich sagen, dass das ganz klar zu weit geht. Ja, ihr habt online eine Auseinandersetzung und so weiter, ihr könnt euch fronten, ihr könnt euch fertig machen, du musst ihn nicht mögen. Aber zu sagen, dass KuchenTV ein schlechter Vater ist, während du überhaupt nicht einschätzen kannst, wie er in seinem Real Life mit seinem Sohn umgeht, ist einfach nur absolut ekelhaft. Generell scheint Shoyoka auch ein großes Interesse daran zu haben, KuchenTV in seinem privaten Umfeld zu schaden. Denn anders kann ich mir aussagen, wie solche hier, die aus irgendeinem Grund nochmal in Verbindung zu dem Paulana-Video geäußert werden, nicht erklären. Und glaubst du, so ganz grundlegend gesprochen, dass der Schiedsrichterverband, bei dem du jetzt gerade pfeifst, das immer noch so witzig findet, was du da eigentlich veranstaltest, wenn man sie mal damit konfrontiert, wie du im Internet mit 12-Jährigen umgehst? Weil wenn mein Kind Fußball spielt und ich erfahre, dass der Schiedsrichter so eine Scheiße veranstaltet im Internet, also ganz ehrlich, ich würde mein Kind nicht in die Nähe von 500 Meter von dir schicken. Shoyoka, wie möchtest du aus 10 Jahre alten Aussagen von KuchenTV auf YouTube ableiten können, ob er bei einem Fußballverein Schiedsrichter für Kinder sein darf? Wie möchtest du das machen? Das ist doch nur ein Versuch, ihn in seinem privaten Leben zu schaden. Und wenn das einmal schön aufarbeiten und auch auf YouTube bringen, damit es für euch sehr leicht und entspannt ist, seinen Sponsoren zu schreiben, dem Fußballverband zu schreiben, anderen Influencern zu schreiben. Ich habe kein Problem damit, wenn man Clips von meinen Streams an meine Familie schickt oder an andere Leute in meinem Umfeld. Ja, schauen wir doch mal, was denn dann zukünftig, wenn man KuchenTV googelt, so an Artikeln kommt. Und schauen wir doch mal, wie viele Influencer und andere Leute und Personen auf Twitter und Journalistinnen und Werbepartner und Agenturen und Fußballvereine anfangen werden, über diese Themen zu sprechen, wenn sie sich nicht mehr durch 300 Seiten von Scheiße von dir klicken müssen. Und das ist, wenn ihr mich fragt, auch der einzige Sinn einer Webseite wie kuchenfalz.org. Alle problematischen Aktionen von KuchenTV jemals sammeln, an einem Ort, teils framen und aus dem Kontext reißen, damit KuchenTV dann private Konsequenzen und Ausschluss im Real Life befürchten muss. Einfach nur ekelhaft. Was mir auch sehr stark aufgefallen ist, war, dass Shoyoka permanent versucht hat, irgendwelche Parallelen zwischen der Auseinandersetzung mit KuchenTV jetzt und den alten Paulana-Videos damals zu finden. Zum Beispiel hier. Das heißt, auch die Aussage, wenn sie einfach aufhört, Scheiße zu labern oder sich zurückzuziehen, ist eine Lüge. Es ist völlig egal, was du als Betroffene machst. KuchenTV möchte dich hassen und KuchenTV möchte dir schaden und dich zerstören. Und du kannst dich komplett aus dem Internet zurückziehen und er wird trotzdem nicht aufhören, seine Machtfantasien und seinen Frauenhass an dir auszulassen. Völlig egal, was du machst. Einfach nur, damit man es so aussehen lassen kann, dass KuchenTV ein total böser Mobber ist, der sich immer wieder weibliche Mobbingopfer sucht, die er dann gänzlich fertig macht. Aber ihre Aussagen gingen auch noch sehr gut weiter, denn als nächstes schaut sie sich den Artikel zum Thema Fatshaming an. Und da hat KuchenTV wirklich ganz, ganz schlimme Sachen gemacht. Also gerade wenn man so eine Krankheit hat, sollte man sich durch diese Motivation ranholen zu sagen, Alter, ich möchte nicht, dass diese Krankheit mein ganzes Leben bestimmt, sondern ich bestimme, wie gesund mein Körper ist. Ja, klar. Such dir bitte einfach aus, nicht eine Krankheit zu haben. Such dir einfach aus, es nicht zu haben. Und ich frage mich an der Stelle halt wirklich, inwiefern Shoyoka mit so einer Aussage übergewichtigen Menschen helfen möchte. Hilft es denn etwas, wenn man denen sagt, ja guck mal, also du kannst ja eigentlich gar nichts dafür. Das ist eine Krankheit. Ich meine, es wäre ja absurd, dir zu sagen, dass du einfach deine Krankheit nicht haben sollst. Also iss mal ruhig weiter. Du brauchst gar nichts dafür tun. Ist ja eh eine Krankheit, für die du nichts kannst. Und auch wenn es erstmal nett klingen mag, dass man Menschen die Verantwortung von den Schultern nimmt und sagt, guck mal, du bist gar nicht schuld daran, dass du übergewichtig bist, das ist eigentlich deine Krankheit, bringt es ihnen im Endeffekt gar nichts. Da man ihnen eben dann die Motivation zum Abnehmen auch irgendwo nimmt. Aber dieses Konzept scheint Shoyoka generell auch nicht so gut verstanden zu haben. Er macht aus diesem Übergewicht übrigens auch noch ein zweites Business. Und zwar ist sein Hobby anscheinend Sachen zusammennähen. Dann kommen beispielsweise solche Videos hier. Und habe mich deswegen gefragt, ob ich hier nicht eine kurze Hose machen kann, die sie unter... Stell dir mal vor, du hast so eine gesunde Beziehung. Ich glaube, das ist das Problem. KuchenTV hat keine Ahnung, wie gesunde Beziehungen aussehen. Weil das Einzige, was wir über seine Beziehung rausgefunden haben, ist, dass er ein Selbstexperiment gemacht hat, in dem er erzählt hat, er hätte seine Ex-Freundin verprügelt. Das ist das.
Und hierzu kann ich euch eigentlich am besten die Aussage von KuchenTV zeigen, denn das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Welcher Freund würde dabei zusehen, wie seine Partnerin, die sowieso schon ein krankhaftes Übergewicht hat, immer mehr und mehr zunimmt und isst? Wenn du diese Person wirklich liebst, dann möchtest du doch, dass sie so lange wie möglich ein gesundes Leben führt. Und das ist ja offensichtlich nicht der Weg, wie man das hinbekommt. Ich verstehe wirklich überhaupt nicht, was sie hiermit sagen möchte. Es geht eigentlich nur darum, KuchenTV wieder auf einer persönlichen Ebene anzugreifen und sagen zu können, guck mal, der kann ja überhaupt keine normalen zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Und auch ein Front gegenüber seinen Freunden darf da nicht fehlen. Für ein paar simple Saufabende mit ein paar schlechteren Freunden, die bei dir abhängen, weil sie dich als laufende Reichweite betrachten und sich an dir hochziehen wollen, zu gefährden? Shuyoka, auf welcher Basis bewertest du das denn? Hast du irgendwelche geheimen Infos, die wir alle nicht kennen? Haben die dir privat geschrieben? Ich vermute nicht. Und unter dem Gesichtspunkt wirkt es eher wieder wie ein unsachlicher persönlicher Angriff. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Aber wo wir gerade schon bei persönlicher Angriff sind. Shuyoka möchte offenbar auch, dass KuchenTV für alle möglichen Sachen angezeigt wird. Einfach nur so als grundlegender Tipp für jeden, der das Bedürfnis hat, aktiv zu werden bei jemandem, der 12-Jährige im Internet mobbt. Wir machen das über eine Art und Weise, wie das in einer Demokratie mit einem juristischen System geklärt wird. Dann stellt man halt Strafanzeige und schaut halt, ne, dass sich eine Staatsanwaltschaft und die Polizei das ansieht und die soll das dann bewerten, ob das ein Witz ist oder halt nicht. Ja, einfach mal den Rechtsstaat mit unnötigen Anzeigen zu KuchenTV belasten. Sehr cool. Kommen wir jetzt aber mal zurück zu dem Body Positivity Video, denn hier hat Shuyoka noch einen letzten sehr starken Angriffspunkt gesehen. Verbraucht 14,9 Burger auf 100 Meter. Pass auf, dass die dich nicht als nächstes wegfrisst. Dein Kanalname macht sie sehr hungrig. Google Maps, Strecke Kin 1 bis Kin 2. Ich habe auch schon abgenommen. Das Einzige, was sie abnimmt, ist ihr Lätzchen, wenn sie mit dem Frühstück fertig ist. Also erstmal möchte ich mich ausdrücklich von den Kommentaren distanzieren. Absolut nicht lustig und ich musste beim Zusehen auch kein wenig schmunzeln. Aber zudem verstehe ich auch einfach nicht, wo hier der Angriffspunkt sein soll. KuchenTV bekommt unter jedem YouTube-Video tausende Kommentare. Soll er die jetzt alle händisch durchgehen und schauen, was davon beleidigend sein könnte? Ich meine, Shuyoka, du hattest doch bestimmt unter irgendeinem YouTube-Video auch schon mal Kommentare, die nicht gingen, oder? Ach so, naja, unter deinen neuesten Videos wurden die Kommentare ziemlich stark restricted und aufgrund eines Bugs wurden gar keine kritischen Kommentare gegenüber dir angezeigt. Ups. Nun ja, das war jetzt gerade mal die erste Hälfte des KuchenTV Zerstörungsstreams. Falls ich einen zweiten Part machen soll, schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schaut auch unbedingt bei Instagram vorbei, Link ist hier on screen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Google Maps, Strecke Kin 1 bis Kin 2.